Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit Selfie Sandra und mit mir, mit Luca. Wir machen heute nämlich gemeinsam eine Nicht-Lachen-Challenge. Mann, ich wollte spannend halten. Wir machen eine Nicht-Lachen-Challenge. Ich habe uns dafür ein Video rausgesucht und zwar das hier. Deutsche Memes Part 9 irgendwas. Was? Allerdings ist es nicht so, dass wir eine Bestrafung für uns selbst haben, wenn jemand von uns lacht, sondern... Dann wir bestrafen ein Handy! Wir bestrafen mein neues Handy. Und zwar, seht ihr schon, diese Hülle hier hinten ist von Rhino Shield. Rhino Shield! Ihr bekommt 20% Rabatt mit dem Code Luca20. Ehre. Und ihr seht auch schon oben eingeblendet Werbevideo, denn das heutige Video ist mal wieder freundlich unterstützt worden von Rhino Shield. Und zwar haben die mir gesagt, Luca, mach mal einfach, was du möchtest. Die Leute sind mega cool bei Rhino Shield. Ich durfte mir irgendwas ausdenken, was ich machen möchte mit dem Handy. Deswegen habe ich mir überlegt, klar, dass wir Luca wieder ein Video mit mir macht, weil ich bin die geilste Person in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, in ganz NRW, in ganz Sachsen. Ich habe hier ein Glas vorbereitet und in diesem Glas sind 7 verschiedene Challenges, denen dieses Handy entgegentreten muss. Beispielsweise Handy im Treppenhaus hinfallen lassen. Mit dem Skateboard übers Handy fahren. Mit dem Hammer auf das Handy draufschlagen. Also, wenn jemand von uns beiden lacht, dann muss die Person diese Challenge machen, bei der allerdings nicht wir leiden, sondern das Handy. So, jetzt habe ich es lange genug erklärt und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Was isst du denn von der Marmelade, gell? Erdbeer Marmelade. Und dann... So, Sandra, dann zieh mal die erste Challenge raus. Also das hier ist das erste Ding, was Sandra rausgezogen hat. Lies mal vor. Digga, ich kann deine Schrift gar nicht lesen, Alter. Jemanden anrufen und dabei das Handy rumwerfen und den anderen fragen, ob man ihn dich noch hört. Okay. Also wir rufen jetzt jemanden an und du musst dabei so tun, als du mit dein Handy... Genau. Hallo. Ey, Carola, wann kommst du eigentlich? Oh, hörst du mich eigentlich? Carola, hörst du mich? Ja. Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Weil. Oh, fuck! Hörst du mich? Ich bin jetzt in Berlin am Hauptbahnhof. Achso, ja, wann kommt denn dein Zug? Wann bist du denn hier? Weil. Oh, hörst du mich? Weil ich hab grad schlechten Empfang. Ja, hörst du? Oh, du hörst mich perfekt! Wann kommst du denn gleich? Oh, Carola, du bist hingefallen! Hörst du mich? Scheiße. Oh, Carola, was war denn? Oh, mein Handy klingelt. Und damit können sie auch schon spazieren fahren hier. Wow! Das kenne ich. Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier mit diesem Scooter. Hey, du hast schon wieder gelacht. Kann man spazieren fahren, du nimmst mich auf die Fresse. Bevor der Typ auf die Fresse geflogen ist, hast du schon gelacht. Ich kann doch keinem Handy so ein Leid antun. Nächste Challenge von Sandra soll ich wieder vorlesen. Ja, ich lese gar nichts ein. Mit Hammer auf die Rückseite vom Handy schlagen. Nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Dieses Handy kostet genauso viel wie mein Leben, ja? 800 oder 1000 Euro. Ja, dann schlag einfach ein bisschen leicht drauf. Ah, ich kann nicht! Du musst ja nicht so doll machen, wenn du da Angst vor hast. Du kannst ja einfach so ein bisschen auf die Rückseite. Was man halt auch sagen muss, also die Hüllen sind natürlich, die halten sowas aus. Damit wirbt ja auch Rhino Shield, damit werben wir natürlich auch. Aber das ist jetzt auch nichts, was man wirklich macht. Ja. Keiner, der sich ein Handy kauft, haut da ja mit dem Hammer drauf. Ich würde mir sogar gegen meinen Schädel schlagen, aber noch nicht gegen... Das ist ja das Ding, also wir würden jetzt niemals irgendwie, kein Mensch würde darauf kommen, jetzt darauf zu hauen mit dem Hammer. Aber... Ich kann nicht, Luca! Mach ein bisschen Kraft. Oh! Ah! Okay, da ist schon... Okay. Sieht man das auf der Kamera? Also nee, aber du kannst da einfach drüber streichen, dann ist es weg. Ehrlich? Ja, das ist nur vom Dreck vom Hammer. Das ist nur der Dreck? What the f***? Ja, und halt... Was ist denn die vorne drauf? Oh mein Gott! Ich will nicht doller, aber es hält noch. Zehner, wenn einer jetzt einfach so stumm mit dem Hammer auf sein Handy Alter, steht. Es geht halt wirklich alles noch. Alter! Oh mein Gott, okay, weiter geht's. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil... Warte, was? Hat sie Migrationshintergrund gedacht, dass damit ihr Hintergrund... Oh mein Gott! Okay, wow, nee, ich hab einfach eine weiße Wand! Oh mein Gott! Also ich habe zuerst gedacht, das heißt, ich ziehe mir jetzt hier die dritte Challenge raus. Und hier steht drauf rumspringen mit Schuhen. Oh. Also einfach mit Schuhen auf dem Handy rumspringen, also let's go. Luca! Filmt? Die filmt! Filmt die? Ja, okay, sie filmt. Sehr gut. Luca, ich geh jetzt hoch, weil der Muster wie... Ja. Guck mal, meine Hose hat ein Loch. Ja. Stark, ne? Nein. Gut, Freunde, da werden sie jetzt schön die Schüchen angezogen. Schmeiß mal das Handy erstmal hier auf den Boden. Kein Problem, ne? Und noch auf die Rückseite. Ah, Junge. Oh mein Gott, ich bin auf der Kamera rumgesprungen. Ich bin auf der Kamera... Und? Also Handy geht noch und Kamera geht auch noch alles. Hm? Ja. Krass. Wie alt ist der überhaupt? 14. 14? Ja. Da juckt die Flöte auch schon zwischendurch mal.
Junge, das ist so. Ey, Alter, du lachst, mein Trommelfell fliegt fast raus, Alter. Das ist Selvine von den Voidies. Ich lieb dich. Ich lieb dich so sehr. Ah, du guckst die Serie immer? Safe, immer. Also, okay, nächste Challenge von Sandra. Basketball in Papierkorb. Das hatten wir im ersten Rhino Shield Video schon kurz gemacht. Oh mein Gott! Was, hast du direkt getroffen, Digga? Also auch jetzt spielen wir wieder Basketball mit diesem Handy. Also Sandra, die nächste Challenge ist ja hier die Basketball-Challenge. Von daher, ich würde sagen, wir machen das einfach mal hier mit. Das ist kein Placement für Kellogg. Hier gebe ich dir mal das Handy. Also du musst jetzt den Mülleimer hier treffen und tu so, als ob du Basketballer bist. Sehr gut. Hä, du hast getroffen, Alter. Ist doch gut. Nichts. Nichts passiert. Werf mal von ein bisschen weiter weg. Ich bin Michael Jordan. Läuft doch? Läuft. Okay, wirf mal nochmal von ein bisschen weiter weg. Kein Problem, Michael Jordan. Junge, du hast schon wieder getroffen. Sandra, was ist denn los? Ich verteile Körbe mehr als alles andere, Alter. Mathematik. Hans Götze Flammenwerfer. Jawohl. Kennt ihr diese kleinen Kinder? Die sind richtig frech. Halt die Fresse, ich bin nicht frech. Und warum? Du hast schon wieder gelacht. Ey, Sandra, bisher waren von den 4 Challenges 3 waren von dir. Skateboard drüber fahren, ich kann nicht mehr Ich kann nicht. Wir machen das jetzt einfach mal auf Spaß. Junge, setz dich drauf aufs Skateboard oder so, kannst du ja auch machen. Vielleicht haben wir die Challenge jetzt nicht richtig hingekriegt, aber wir machen einfach weiter mit dem Nicht-Lachen-Video. Aber ist das so? Ja, warum ist das so? Alle 4 Jahre, warum? Ja. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Sandra, die Frau hat nicht mal was gesagt. Guck mal, wie die in die Kamera guckt. Wie die in die Kamera guckt. Hey, ich will wissen, was sie überhaupt sagt jetzt. Hallo. Hallo. Na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade. Sandra, es ist eine Nicht-Lachen-Challenge. Das ist ein gesponsertes Video. Wir müssen uns auch professionell und seriös verhalten gegenüber Rhino Shield. Du kommst da nicht mal rein mit deinen Fingern. Okay, vorletzte Challenge. Was steht da? Handy fallen lassen. Von Treppe. Von Treppe. Okay, ja, ganz simpel. Handy einfach von der Treppe fallen lassen. Sandra sitzt da oben auf der Treppe und Sandra wirft das Handy jetzt wieder von da oben hier einfach runter. Das sind circa 3 Meter, würde ich sagen. Lukas, kann einfach, wirf, komm, trau dich. Passiert schon nicht. Digga, das ist mehr als mein Leben. Handy läuft doch. Oh mein Gott, das ist so krank. Du kannst einfach... Ja, was du mit deinem Handy machst? Hilf zurück! Kein Problem, Alter! Junge, Alter, okay, das war blöd. Das war direkt auf dem Bildschirm. Nichts passiert. Nichts passiert. Oh mein Gott! Alter. Sarah, okay, weiter geht's. Kranker Shit, Alter! Letzte Challenge jetzt. Die beim Scheiß springen, 5 Jungs. Lass uns mal vorbei, guck sie dir an und hör, wie sie die Zeit kriegt. Was war das? Was war das? Was war das? Ey, eigentlich müssen wir letzte Challenge zusammen machen, Alter, das ist... Alter, was war das? Ich war die ganze Zeit so voll auf der Kante zum Lachen. Aber gut, okay, die letzte Challenge, Handy im Treppenhaus fallen lassen. Also, ja, dann lassen wir beide einfach jeder einmal das Handy im Treppenhaus fallen. Das Ding ist halt, der Boden hier in meiner Wohnung ist so holzmäßig, der ist halt noch so ein bisschen weicher, würde ich mal sagen, aber der hier ist halt so... Hört man schon direkt. Der ist halt so richtig hart, der Boden hier. Nix. Nichts passiert? Nix, Digga. Nee, okay. Ich schmeiß auch noch mal ein bisschen aus einer höheren Entfernung hier hin. Oh mein Gott. Ja, nix. Nicht ein Kratzer, nicht ein Faser. Scheiße. Oh mein Gott, Alter. Digga, das hat sich so gefährlich angehört. Ja, Rhino Shield, Alter. Respekt, Digga. Schickt mir mal auch sowas. Ich hab noch welche für dich. An der Stelle würden Sandro und ich das heutige Video jetzt an der Stelle allerdings auch beenden. Danke nochmal an Rhino Shield, dass sie das heutige... Sandra, folgen Insta. Genau, folgt alle gern Sandra, folgt mir gern, schaut auch gern bei Rhino Shield vorbei. Danke auf jeden Fall an Rhino Shield, dass ihr mir wieder so unfassbar viele Hüllen zugesendet habt und das neue iPhone. Die machen nicht nur Hüllen fürs iPhone, sondern auch fürs Google Phone haben die mir geschickt, also für Android-Geräte, auch für
Mein iPhone 7, weil ich kann mir nichts anderes leisten. Genau, für Smartwatches auch, unter anderem Apple Watch, auch fürs iPad machen die Hüllen. Also nicht nur für das neue iPhone. Und das, ihr habt es ja wirklich gesehen, also wir haben alles Mögliche damit gemacht. Mit dem Skateboard drüber fahren hat leider nicht ganz geklappt, aber mit Schuhen drauf rumgesprungen, im Treppenhaus. Wir haben es hier aus 3 Meter Höhe fallen lassen, wir haben mit dem Hammer draufgeschlagen, wir haben kranke Sachen gemacht. Also die Hüllen sind auf jeden Fall sehr resistent, was das alles angeht. Danke an Rhino Shield. Schaut gerne bei denen auf der Website vorbei. Tschüss. Tschüss.